Hi Freunde und willkommen zurück zu Elden Ring. Ihr habt einen NPC getötet und wisst jetzt nicht weiter. Der NPC ist weg und ja, ihr habt euch vielleicht einfach mal verdrückt und der ist jetzt tot oder für euch feindselig gesehnt. Und falls das der Fall sein sollte, macht euch keine Sorgen, denn ich zeige euch heute, wie ihr die NPCs wiederbeleben könnt. Es ist so, dass nicht alle NPCs wiederbelebt werden können. Zum Beispiel Patches kann jetzt nicht unbedingt wiederbelebt werden, wenn ihr ihn im Kampf tötet. Also wenn ihr im ersten Kampf findet und ihn dann tötet, dann könnt ihr ihn zum Beispiel nicht wiederbeleben. Aber die ganzen NPCs, die euch erstmal freundlich gesinnt sind und ihr die aus Versehen gekillt habt sozusagen oder angegriffen habt, um ihren Loot zu holen, die könnt ihr wiederbeleben. Und zwar zeige ich euch heute, wo ihr dafür diesen Ort findet. Der ist nämlich genau hier in der Kirche der Gelübde. Und hier könnt ihr quasi Buße tun und entsprechend die NPCs wiederbeleben. Und ja, die sind euch dann auch nicht mehr feindselig gegenüber, sondern sind wieder ganz normal am Start, würden auch mit euch handeln, falls ihr mal einen Händler erwischt habt. Da könnt ihr den hier wiederbeleben. Ich zeige es jetzt nochmal groß auf der Karte. Das ist hier die Kirche der Gelübde und da könnt ihr quasi einfach reingehen, wenn ihr hier an dem Ort seid. Geht einfach in die Kirche, wenn ihr einen NPC getötet habt und geht hier an diese Statue dran. Und bei dieser Statue könnt ihr quasi ja, Buße tun. Geht also hier dran, drückt auf Büßen. Bei mir, ich brauche keine Absolution jetzt aktuell, weil ich gerade keinen NPC gekillt habe. Aber sobald ihr einen gekillt habt, könnt ihr also hier hingehen und entsprechend Buße tun und ja, dann lebt der NPC wieder. Also alles halb so wild, macht euch keine Sorgen, falls ihr mal aus Versehen einen NPC tötet. Ihr solltet sie jetzt natürlich nicht alle umbringen, weil das kostet natürlich dann auch in dem Sinne Runen, um die wieder zu beleben. Und je öfter ihr das macht oder je mehr gestorben sind, desto teurer ist das, glaube ich, meiner Meinung nach. Gut, das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, hier nochmal der Fundort, Kirche der Gelübde. Zeige es euch nochmal groß, das ist hier in dem Teil. Und da könnt ihr auf jeden Fall eure NPCs wiederbeleben und entsprechend wieder auferstehen lassen. Vielleicht auch Händler, die euch feindselig waren, entsprechend wieder besänftigen. Ja Leute, das war es eigentlich auch schon. Relativ einfach. Geht einfach hier zur Statue quasi und da könnt ihr das dann machen. Falls euch das Video gefallen hat und euch geholfen hat, drückt gerne mal ein Daumchen hoch, würde ich mich freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über ein Abo, falls ihr das da lassen möchtet, denn ich bin ja noch relativ neu hier auf YouTube und da würde ich mich natürlich tierisch freuen. Ich hänge euch jetzt hier im Anhang nochmal ein weiteres Video rein, schaut euch das gerne an, falls ihr Bock habt und guckt auch gerne mal im Kanal nach, da findet ihr wirklich noch viele Elden Ring Tipps und Tricks Videos und ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei Elden Ring, Leute. Macht's gut an dieser Stelle. Adios und ciao, ciao.